Hallo und herzlich willkommen zurück zu Infinite Crisis. Und wie ich schon das letzte Mal versprochen habe, nehme ich mit euch jetzt zusammen das Tutorial Nummer 3 durch. Und mal schauen, was dort passiert. Einführung 3. Eine wohlkalkulierte Kollision im Bleed hat diesen verlorenen Sektor der Erde 19 erneut in ein Schlachtfeld verwandelt. Superman zählt auf deine Fähigkeiten als Protektor. Du sollst Gaslight Batman dabei helfen, die Attacken des Feindes zurückzuschlagen und ihre teuflischen Pläne zu vereiteln. Das machen wir doch gerne, vor allem mit Batman. Ja, nochmal drücken. Durch die Kollision haben wir die Verbindung zu Gaslight Batman verloren. Das Konstrukt wird dir zeigen, wie du eine neurale Verbindung zwischen dir und Batman herstellen kannst. Sei gegrüßt, Protektor. Hi. Ich bin das Konstrukt, eine von den Monitoren geschaffene künstliche Intelligenz. Ich werde dir jetzt dabei helfen, für die kommende Mission einen Champion auszuwählen und vorzubereiten. Okay. Die Mission wird gestartet, wenn der Countdown abgelaufen ist oder alle Protektoren auf Fertig geklickt haben. Das Zeitlimit für die Auswahl wurde für den Moment deaktiviert. Aus dem Aufgebot der Champions führst du einen Champion deiner Wahl in den Kampf. Dort findest du sowohl kostenlos verfügbare rotierende Champions als auch von dir gekaufte Champions. Im Rahmen dieser Mission kehren wir zurück, um dem Batman von Erde 19 zu helfen. Klick im Aufgebot mit der linken Maustaste auf das Porträt von Gaslight Batman, um ihn auszuwählen. Findest du schön, rotierende Champions. Stell mir gerade vor, wie die Leute sich im Kreis drehen. Entschuldigung. Im Detailfenster siehst du Informationen über den gewählten Champion, wie zum Beispiel Fertigkeiten, Rolle und Reichweite. Das Porträt deines gewählten Champions erscheint in der Seitenleiste, zusammen mit deinem Protektornamen. In den anderen Slots erscheinen die Champions deiner Teammitglieder. Dieser Sektor ist im Moment zu instabil für mehrere Protektoren, daher bleiben diese Slots leer. Während einer Teammission kann ein Champion nur von einem Protektor deines Teams ausgewählt werden. Über das Chatfenster kannst du die Wahl der Champions mit deinen Teammitgliedern diskutieren. Bestimme Strategien und verteile Rollen, um ein wirkungsvolles Team zusammenzustellen. Klick auf die Eingabetaste, gib eine Nachricht ein und dann erneut auf Eingabe, um die Nachricht abzusenden. Die Diskussionen im Chatfenster sind für den Gegner nicht sichtbar. Nach der Wahl eines Champions kann ein Protektor entscheiden, welche gestohlenen Superkräfte er für die Mission aktivieren will. Tausche eine der standardmäßigen gestohlenen Superkräfte gegen eine andere aus. Klick mit der linken Maustaste auf Gaslight Batman Überwachungskamera. Alle aktivierbaren gestohlenen Superkräfte werden nun angezeigt. Klick mit der linken Maustaste auf das hervorgehobene Icon, um Superkraft auszuwählen. Jetzt siehst du alle einzigartigen Versionen von Superkraft. Wähle nun die Basisversion von Superkraft aus. Verstärkersets verbessern und spezialisieren deinen Champion. Dieses Standard-Verstärkerset reicht für diese Mission aus. Klick auf Fertig, um die Wahl deines Champions zu bestätigen. Ja, also man sieht, man kann auch, es gibt sich auch hier, anders als bei Dota, aber ähnlich wie bei League of Legends, ein sogenanntes Metagame, also ein Spiel zwischen dem Spiel, wo man halt also hier seinen Charakter im Vorhinein nochmal durch verschiedene Fertigkeiten, also Summoner Spells sind es ja bei LOL, oder hier eben solche Verstärkungen, das wären dann die Runenseiten quasi nochmal direkt konfigurieren und individualisieren kann, finde ich auch ganz schön, fehlt mir manchmal bei Dota ein bisschen. Aber Dota funktioniert auch anders, eben mit seinen Grundwerten, Stärke, Agilität und Intelligenz. I made my parents a promise, and I will keep it. Okay. Sobald du die Auswahl deines Champions bestätigt hast, kannst du auch einen anderen Skin auswählen. Skins sind Kostüme und haben keinen Einfluss auf die Stärke oder Fertigkeiten deines Champions. Sie verändern nur sein Aussehen. Erde 19 wartet auf uns, Protektor. Überprüfe noch einmal deine Auswahl. Danke, Konstrukt. Können wir weitermachen, Protektor? Schauen wir uns doch mal etwas genauer an, was mit unserer Basis in Gaslight Gotham passiert ist. Konstrukt, starte den Countdown.
Danke, Konstrukt. Wir schalten zurück zur Basis. Start in 10 Sekunden. Okay. Ich bin Batman. Ich bin bereit. Start in 5 Sekunden. Bin immer noch bereit. Start. Yay. Bewegel deinen Champion, der rechts per Rechtsklick zur gewünschten Position und rechtsklicke dann noch einmal auf einen Gegner, um diesen anzugreifen. Was ist passiert, Konstrukt? Suchen. Dieser Ort ist nicht von Erde 19. Zwei Gotham City von unterschiedlichen Erden wurden verschmolzen. Noch ein Gotham? Sieht genauso aus wie das Gotham meiner Welt oder eines Teils davon. Der Gegner scheint ebenfalls eine Basis zu haben. Ob nun das Gotham unserer Welt oder meins, wir dürfen nicht zulassen, dass der Gegner sich hier einnistet. Protektor? Jetzt kannst du zeigen, was du gelernt hast. Zerstöre eine gegnerische Anlage nach der anderen. Alles dreht sich um den gegnerischen Reaktor. Wird er zerstört, gewinnen wir. Aber sei vorsichtig. Mein Gefühl sagt mir, dass der Gegner seine Basis mit mehr als nur Drohnen verteidigen wird. Ich habe die Zeitanzeige für diesen Sektor aktiviert. Sie informiert dich immer über alle wichtigen Events, wie beispielsweise den Start deiner Mission. Fahre mit der Maus über das Icon eines Events, um dir mehr Details anzeigen zu lassen. Der Gegner hat eine Offensive gestartet, Protektor. Bewege Batman in die Lane, um den Gegner zu attackieren. Die gegnerischen Champions werden in der Lane gegen deinen Champion kämpfen. Übrigens könnt ihr die Kamera mit dem Druck auf C freistellen. Du kannst auch kaufen, wenn dein Champion in der Nähe einer deiner Türme ist. Mhm, ich weiß. Zerstöre den gegnerischen Turm. Mach ich. Schaden an einem Turm kann nicht rückgängig gemacht werden. Ist dein Turm erst einmal zerstört, ist er verloren. Okay, das wissen wir auch schon, kennt man ja aus LOL. Ich bin sicher, dass viele von euch auch zugucken, die schon LOL oder Dota gespielt haben oder spielen. Aber... Monster. Aktivierung abgeschlossen. Was? Aber der Vollständigkeit halber möchte ich euch natürlich auch das Tutorial zeigen. Ist ja eigentlich auch ganz schön gemacht. On my way. Retreat. Ich wollte rausdodgen, habe bloß vergessen, dass ich den eh noch gar nicht habe. Also Last Regisseur oder Profi drin, denke ich mal, ne? Wenn du einen gegnerischen Champion angreifst, wirst du für gegnerische Drohnen in der Nähe automatisch zur Zielscheibe. Entferne dich von den gegnerischen Drohnen, damit sie ihre Angriffe einstellen. Aber warum denn? Ich hab doch gerade gegnerische gewonnen. Türme konzentrieren ihr Feuer automatisch auf deinen Champion, wenn du in ihrer Reichweite einen gegnerischen Champion attackierst. Der Turm stellt sein Feuer erst ein, wenn du dich außerhalb seiner Reichweite bewegst. Wenn du einen gegnerischen Champion vernichtest, wirst du mit Credits und mehr Erfahrung belohnt. Vernichtete Champions brauchen Zeit, um in ihrer Basis wiederbelebt zu werden. Batman kann währenddessen ungehindert seine Missionsziele erfüllen. Das finde ich gut. Ich werde auch gleich mal Base gehen, um einzukaufen. Und meinen Willen wieder aufzuladen quasi. Genau. Into the shadows. Dschungelmonster wurden aktiviert. Ich glaube nicht, dass uns das gerade interessiert, aber ich werde mal trotzdem in die Base gehen. Wer ist denn hier der Gegner? Mal gucken, wer das eigentlich ist. So, ich werde hier einfach mal kaufen, was vorgeschlagen wird. Bam, was habe ich denn jetzt eigentlich? Nullwaffe und Kodak-Klinge wurden auch vorgeschlagen. On Patrol. On Patrol. So. Ja, nicht so schnell, ich bin schon auf dich. Oh, auch ein Gasmeld-Batman. Okay. Das ist interessant. Sterben Sie. Aua, aua, aua.
Ja, die Drohnen machen am Anfang auch echt viel Schaden. Meine Güte. Vielleicht gibt es hier auch sowas wie Live-Leech. Wäre natürlich sehr praktisch. Das ist immer ein bisschen länger durchzuhalten, immer sehr gut. Essenturm haben wir gleich. Aua! Der Turm feuert auf dich. Okay. Machen wir was Neues hier. Was habe ich denn hier bekommen? Das heißt Schutzbrille. Angriffsschaden und Angriffstempo. Okay, cool. Schon bald kein Sinn mehr. Ich sollte eigentlich vielleicht in der Base gehen mal wieder. Aber ich will erst diese Welle hier abwehren. Weißt du, ob das gut ist? Ich glaube, ich kann nicht gleich einen Fehler mitmachen. Let's Scream is ready. Was soll ich hier noch kaufen? Zeitschutzbrille Level 2, so wie es aussieht. Kurz aufladen lassen, dann sieht man, wie fix das geht. The shadows cannot hide your crimes. Bäm, Volltreffer. Sehr cool. Warte, macht Schaden? 90% des Bonusangriffs. Alter Vater. Komm, ein bisschen schneller, Junge. Gib ihm! Gib ihm! Gut gemacht. Aua! Aua! Ich kann darüber nicht reden. Es kostet mich noch zu viel Leben gerade. Ich mache mal gleich den Batman fertig. Und, vielleicht ist das ein Fehler, weil die Drohnen drumherum machen echt scheiß viel Schaden. Einsammeln. Cool. Inhibitoren schwächen gegnerische Drohnen und funktionieren außerdem als Türme. Inhibitoren können nicht zerstört, sondern nur deaktiviert werden. Hm. Auch wie bei LOL, bauen sich also in der Zeit wieder auf. Sind gegnerische Drohnen wesentlich mächtiger. Deaktiviere den gegnerischen Inhibitor. Mach ich. Hab ich vor. Was ist hier eigentlich? Superkraft einsetzen. Okay. Oh, nice. Fear the night. Aua! Dir mit meinen Drohnen, Wicht. Bam, Baby. Ich finde, Gaslight Batman macht auch mega viel Spaß. Und ich hatte ja den Original Batman auch schon mal gespielt. Der ist eher so ein Brawler. Also quasi macht auch auf Angriffsschaden, aber dann eben auf Nahkampf. Und der gefällt mir gar nicht so gut. Ich finde Gaslight Batman weit cooler. Ist halt eine Art AD-Carry. Ich glaube auch, dass AD-Carries weit leichter zu spielen sind. Also zumindest im Early Game. Aber machen wir den Inhibitor hier tot. Was ist ja eigentlich? So, jetzt gehen wir mal das. Jetzt geht es mir gerade nicht so gut. Ich zünde mal quasi Ghost. Kann ich vielleicht mal die 19 Sekunden noch? Dann bin ich kurz mal Base. Back to Base. Dann haben wir auch wieder einkaufen hier. Was schlägt er mir denn vor? Modulare LP-Ampulle? Das scheint einfach nur ein... Mit Hilfe von Ampullen kannst du LP und Willen deines Champions wiederherstellen. Um okay. Vom Effekt der LP-Ampulle zu profitieren, musst du sie aktivieren. Um ein Artefakt zu aktivieren, musst du auf sein Icon klicken oder die Taste drücken, die den Slot des Artefakts repräsentiert. On it. Okay, er sagt mir, ich soll... Okay. Was ist das denn jetzt hier? Katana Soul Taken One. Sieht aber gar nicht so schlecht aus. Into the shadows. Okay, cool. Haben wir auch das geschafft. Wenn du einen
gegnerischen Champion angreifst, wirst du für gegnerische Drohnen in der Nähe automatisch zur Zielscheibe. Ja, ja. Alles gut. Entferne dich von den gegnerischen Drohnen, damit sie ihre Angriffe einstellen. Ist doch alles cool, Mädchen. Mach doch nicht so einen Aufriss hier. Alles super. Man kann übrigens diese Bombe, die ich werfe, den W, kann man auch früher auslösen. Einfach indem man nochmal W drückt. Willst du mir auch Schaden machen? Unser Reaktor schickt nun Elite-Drohnen in den Kampf, die widerstandsfähiger sind und mehr Feuerkraft besitzen. Der Inhibitor wird in wenigen Minuten reaktiviert. Zerstöre den Reaktorturm in der gegnerischen Basis. Ja, gleich. Warum soll ich mich denn so hetzen? Die Leute gucken doch gerade noch zu. Ich will das mal einkaufen hier. Was haben wir hier? Katana Soul Taken 3. Okay. Das heißt, Schutzbrille kann ich mir nicht leisten. Fehlt schon wieder sehr viel Mana, also damit hat er echt Probleme hier. Gut, man, wie bei ADCs, also bei AD-Carries, wird man sicherlich hier auch vor allem mit Auto-Hits arbeiten. Au. So. Er hat sich halt ein Bio und meinen Drohnen angelegt, das macht man nicht. Und jetzt Ulti noch einmal hoch. Ich erinnere mich so ein bisschen an Ezreal aus LOL. Vielleicht noch ein bisschen Wille sparen, also Mana in dem Fall. Ich wollte eigentlich die Ulti irgendwann nochmal anwenden, aber. Der Turm feuert auf den. Ja, Batman. Superman. Ihr Feuer automatisch auf deinen Champion, wenn du in ihrer Reichweite einen gegnerischen Champion attackierst. Der Turm stellt sein Feuer erst ein, wenn du dich außerhalb seiner Reichweite bewegst. Mhm. Ich weiß. Ist dir vielleicht aufgefallen, dass ich das weiß? It shall be done. Hallo, Superkraft? Ist doch F oder nicht? Schade. Ich dachte, dann könnte ich vielleicht den Turm schieben, aber es sah nicht so aus. Jetzt zum Greifen nah, Protektor. Zum Greifen nah. Okay. Zerstöre den gegnerischen Reaktor. Ja, ich bin dabei. Ich schieße einfach auf den Protektor, Reaktor, das Wort, genau. Boom! Yes! Oh, das sieht aber nett aus, muss ich sagen. Hervorragend. Du hast den gegnerischen Angriff aufgehalten und den Gegner aus diesem Sektor vertrieben. Du hast mich beeindruckt, Protektor. Schön, dich zu sehen, Diana. Wer immer für diesen Kataklysm verantwortlich ist, wird der Gerechtigkeit zugeführt werden. Der Typ gefällt mir. Was denkst du, Wonder Woman? Er ist wie unser Batman. Nur lauter. Wie ist dein Name, mein Freund? Batman? Warum überrascht mich das jetzt nicht? Jetzt, wo wir die unmittelbare Gefahr abwenden konnten, sollten wir uns unseren nächsten Schritt überlegen. Der Schaden an den Gotham-Bereichen Gaslight und Prime ist einfach zu groß, als dass sie wieder Teil ihrer Heimatuniversen werden könnten. Wir müssen uns auf den Kampf vorbereiten. Dieser verlorene Sektor ist ideal für Prüfungen. Klingt logisch. Trainiere in diesem Sektor, solange du willst, oder schließe dich mit anderen Protektoren zusammen und probiere einen anderen Sektor aus. Der unbekannte Feind ist immer noch da draußen. Wir müssen wachsam bleiben, wolltest du sagen? Wir lernen in den Prüfungen, wie wir diesen Krieg gewinnen können. Sie zu bestehen ist schwer, selbst für mich. Ich erfuhr die furchtbaren Effekte des Bleeds am eigenen Leib.
Ich lernte, mich auf meinen Protektor zu verlassen und die Gefahren auf dem Schlachtfeld zu meistern. Aber es war ein langer Weg. Ich verlor meine erste Prüfung. Niederlagen bin ich nicht gewohnt und werde mich nie damit abfinden. Und das ist die wichtigste Lektion von allen. Gestählt im Kampf, geprägt durch Sieg und Niederlage, verwandeln wir uns in tödliche Waffen, um diesen Krieg zu gewinnen. Ich mag die Synchronstimme von Wonder Woman und ich mag auch diesen Artstyle von den Comics sehr gerne. Also die gefällt mir sehr gut, den Zeichenstil. Wundert euch übrigens, apropos Artstyle, wundert euch nicht wegen der Grafik. Ich musste sie ein bisschen runterstellen, weil sonst ich bei der Aufnahme keine 30 Frames mehr erreicht hätte. Also während der Aufnahme. Ansonsten kann man sie auch höher stellen, dann sieht es ein bisschen besser aus. Es will ja so eine Art Cell-Shading-Look hinkriegen. Ja, es ist so... Oh. Aber gut, es ist ein MOBA. Mein Gott, das passt schon. Ja, Mission abgeschlossen. Gotham trifft auf Gotham. Der Feind ist geschlagen und die Verbündeten triumphieren. Mit Hilfe des Konstrukts hast du die gegnerische Basis zerstört. Gaslight Batmans feindseligen mechanischen Doppelgänger bezwungen und diesen Sektor befreit. Monitor... Da fehlt ein Punkt. Deshalb. Befreit. Monitor. Nee. Monitor nix. Jetzt bin ich durcheinandergekommen. Monitor nix ist sehr dankbar für deinen Einsatz. Aber er ermahnt dich, dein Training als Protektor weiter fortzusetzen. Natürlich machen wir das. Jetzt dürfte nochmal Wonder Woman freigeschaltet. Wuhu. Damit kriege ich auch das Geld zurück für Wonder Woman. Denn die habe ich mir vorher schon einmal geholt gehabt. Wie gesagt, wenn ihr die hier bekommenen Champions schon habt, dann bekommt ihr das Geld dafür zurück. Beziehungsweise das Ingame-Geld oder das echte Geld, das ihr dafür mittlerweile auch ausgeben könnt. Wonder Woman ist auch so ein Tank, Schrägstrich, Nahkämpfer mit Angriffsschaden vor allem, aber auch Power, also Hybrid vor allem ein bisschen. Ich mag ihn ganz gerne, Wonder Woman war ein cooler Champion. Oder ist ein cooler Champion. Coole Sache. Ja, damit sind wir durch die Tutorials. Ja, je nachdem, wenn ihr Bock habt, zeige ich euch auch mal ein paar richtige Spiele. Dann wirklich 5 gegen 5 mit anderen Protektoren zusammen. Vielleicht wahrscheinlich auch wieder mit Gaslight Batman oder mit den anderen hier dazu gewonnenen Champions, damit ihr die auch mal seht. Bin gespannt auf eure Meinung. Mal sehen, was ihr dazu sagt. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Denn dann weiß ich, dass es euch gefällt und dass ihr auch da seid. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Tschüss.